Hallo liebe YouTuber, heute gibt es ein Talk-Talk-Talk-Video von mir und deswegen seht ihr mich auf meinem Sessel und ich chill und ihr, ja, seht mich, ja. Ich habe mir gedacht, dass ich diese neue Talk-Talk-Talk-Serie einfach mal einführe, so einmal im Monat, weil ihr schreibt mir häufig in die Kommentare, dass ihr das liebt, mir zuzuhören, was ich selber eigentlich gar nicht nachempfinden kann, aber ich fühle mich geehrt, Dankeschön. Und hier wollte ich euch einfach ein paar Fragen beantworten oder einfach der Stand der Dinge erzählen, also was bei mir so abgeht und was für Videos kommen und so weiter. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil dann verpacken wir hier einfach alles rein. Also, keine Ahnung, alles was mir halt einfällt, das tue ich ja, in diesem Video sagen. Und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich sie gelegentlich bei einem nächsten Talk-Talk-Talk-Video beantworten. Und in diesem Video geht es nicht nur um ein Thema, um ein Thema, sondern einfach um alles. Also irgendwie um alles. Okay, und dann kommen wir auch schon zu dem Thema, worüber ich mit euch reden wollte. Und zwar schreibt ihr mir jetzt doch häufig in die Kommentare, wann dieses Schulvideo online kommt, weil ich habe ja im Juni mein Abitur bestanden und habe euch ja nach der Schulserie gefragt. Nur das Problem ist, also eigentlich gibt es kein Problem, aber ich möchte es, also ihr habt mir auch Fragen gestellt, die werde ich natürlich auch beantworten, aber ich werde auch eher allgemeine Sachen erzählen und deswegen muss ich mir erstmal einen Kopf drüber machen, da muss ich es niederschreiben, da muss ich mir Notizen machen und halt es so aufbauen, dass dieses Video nicht zu lang wird und trotzdem interessant und informativ, falls ihr wisst, was ich meine, weil wenn ich da einfach um den heißen Brei rede und einfach nicht zum Punkt komme, bringt es euch auch nicht was und deswegen, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es wirklich so dringend sehen wollt, weil ihr habt bestimmt noch ein Jahr Zeit oder ein paar Jährchen, weil einfach in der nächsten Zeit ein paar Videos geplant sind. Die nächsten Videos, die ich geplant habe, sind Get Ready With Me, dann kommt, glaube ich, noch die Douglas Box, dann noch eine Nagelroutine, dann noch ein Follow Me Around, dann kommen noch Outfit-Videos, 3 Stück. Und ja, es kommen auf jeden Fall sehr viele Videos und das 20 € Make-up Challenge kommt auch noch. Und dann, wie gesagt, habe ich euch in meinem Primark Haul erzählt, dass noch weitere Hauls folgen. Also ja, also ihr könnt entscheiden, ob ihr eher die anderen Videos sehen wollt oder unbedingt diese Schulserie, weil dann drehe ich es jetzt in dieser Woche ab und dann könnt ihr das bestimmt noch in dieser Woche sehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie die Juni-Serie bei euch angekommen ist. Und mir hat irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass meine Hauls sich im Juni ja sehr gehäuft haben und es sehr langweilig wurde. Und dann habe ich meine Juni-Serie durchgezählt und ich hatte 3 Hauls. Also den Primark-Haul, dann ein DM-Haul und dann noch den SHEIN-Inside-Haul. Und wo sind da bitte viele Hauls? Wie gesagt, von 18 Videos sind es 3 Videos gewesen, also 1/6. Und ich denke mir so, kannst du nicht zählen? Also, weil ich habe ja gar nicht so viele Hauls hochgeladen. Und dann dachte ich mir schon wieder, was ist dein Problem? Genauso wie Leute, also ich finde es voll unverständlich, weil mir ein paar Leute unter meinem Abiturvideo geschrieben haben, ja, du kannst doch nicht mal Deutsch und hast dein Abitur. Und ich denke mir so, was hat Deutsch, allein Deutsch, mit meinem Abitur zu tun? Also, ich weiß nicht, also, einige wissen es ja, ich bin aus Bayern und in Bayern ist ja schon das Abitur ein bisschen schwieriger. Also, ich kann es nicht einschätzen, aber man sagt es halt so und ich will es auch nicht angeben oder prahlen. Aber ich denke mir so, du urteilst über mich nur, weil ich ein paar Deutschsprachfehler habe und das hat auch nichts mit dem Abitur zu tun und das regt mich schon wieder so auf, weil ich meine, ich habe mein Abitur bestanden und wenn die Leute mir das nicht gönnen, dann brauchen sie auch nicht meine Videos zu kommentieren. Und ich denke mir immer so, wo ist euer Sinn? Also ich finde das immer auch total schade und total bescheuert, weil ich mir dann auch denke, ja, und hast du dein Abitur oder wieso urteilst du darüber, wie ich rede? Also wisst ihr, was ich meine? Also danach bin ich immer total eingeschnappt und total beleidigt, weil es mich immer aufregt und dann denke ich mir so, ach, Kopfschütteln und dann will ich mich auch nicht rechtfertigen, weil, nein. Und sowas regt mich auf, wie ihr merkt. Und dann hatten wir auch dieses Thema mit dem Geld. Also da hat mir auch eine Zuschauerin in die Kommentare geschrieben, dass sie das auch mal geschrieben hat. Aber das war ja nicht auf dich bezogen. Ich habe es halt einfach nur erwähnt, weil es sehr häufig in die Kommentare geschrieben wird. Und
nochmal, ich arbeite für mein Geld. Also meine Eltern haben ein Lokal, ich helfe im Lokal ab und zu. Aber im Sommer ist da nicht so viel los und nebenbei arbeite ich in einem Restaurant als Kellnerin und das macht mir eigentlich schon sehr viel Spaß. Und durch YouTube verdient man ja auch Geld. Also ich verdiene auch durch YouTube Geld, aber es wird nicht danach gezählt, wie viele dieses Video anschauen oder auch nicht an den Daumen hochs und Daumen runter. YouTuber dürfen darüber nicht reden, das steht in irgendeinem Gesetz hier, was so draufsteht. Aber über YouTube wollte ich ja nochmal ein separates Video abdrehen. Aber ich wollte es euch auch nicht vorenthalten, dass ich nicht mit YouTube Geld verdiene. Also ich verdiene jetzt nicht wenig, würde ich sagen, aber ich verdiene auch nicht die Welt. Also jemand hat auch letztens meine Kommentare beantwortet, wie ja, dass ich nicht davon leben kann. Also ich kann nicht davon leben, also noch nicht. Also es gibt ja YouTuber, die davon leben können, wie zum Beispiel die Darum, die... Ja, die kann davon leben oder auch andere YouTuber, also nicht Beauty-Gurus, sondern viele amerikanische YouTuber, die über Millionen Abonnenten haben, die verdienen auch Tausende damit. Ich bin noch nicht so weit, aber ich bin auch nicht so lange dabei, aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, je mehr Abonnenten man hat, desto mehr steigt es. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es steigt, aber es könnte auch natürlich sinken. Aber ist ja auch egal. Also wie gesagt, ein extra Video wird dazu kommen. Und ich verstehe auch nicht Leute, die dann über YouTube so urteilen und sagen, du verdienst mit YouTube Geld und machst nur Videos. Aber ist es wirklich anstrengend, Videos zu drehen? Also es ist nicht wirklich anstrengend, aber es ist ja schon zeitaufwendig, man braucht die Idee. Und deswegen liebe ich Holz so, weil da muss man einfach nur etwas in die Kamera halten. Ne? Ach ja, und zu all meinen Holz, die gekommen sind und kommen werden, lade ich natürlich Lookbooks hoch. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Aber das Problem bei Lookbooks ist, dass mich jemand aufnehmen muss, logischerweise, und dann das zusammenschneiden. Also Outfit-Videos bei mir sind die anstrengendsten Videos zu bearbeiten. Also es ist sehr zeitaufwendig. Und zurück zum Thema mit YouTube. Also es ist nicht so einfach, ein Video hochzuladen. Also ich kann euch mal erzählen, was da getan werden muss. Nein, Spaß, aber ich kann es euch ja trotzdem mal erzählen. Also was bei mir am längsten dauert, ist das Schminken, weil ich will ja natürlich gut aussehen vor der Kamera. Muss nicht unbedingt sein. Ihr wisst, ihr seht mich manchmal auch ungeschminkt, vor allem in meinem Follow Me Arounds Video. Aber Schminken dauert halt doch ein bisschen lang. Und ich liebe Schminken. Und deswegen habe ich ja auch einen YouTube-Kanal mit Beauty und Fashion. Okay, ich liebe es, mich zu schminken. Dann setze ich mich vor die Kamera. Kommt halt drauf an, was für ein Video ich drehe. Holz, wie gesagt, ist easy abzudrehen, dauert nicht sehr lange. Und wenn ich das gemacht habe, muss ich das bearbeiten. Und ihr wisst, ich habe sehr viele Sprachfehler und dann muss ich auch sehr viel bearbeiten. Ich muss das Video einmal durchschauen und dann muss ich es rendern. Und das Rendern dauert auch sehr lange. Also kommt drauf an, was ihr für einen PC habt und wie gut eure Grafikkarte ist. Dann rendert es halt, kommt halt drauf an. Also ich glaube, bei mir sind 10 Minuten, 2 bis 3 Stunden. Und wenn es fertig gerendert ist und eine Videodatei ist, kann man das auf YouTube hochladen. Und das dauert auch 2 bis 3 Stunden. Also je nachdem, wie groß euer Video ist, dauert es halt lange. Und ihr wisst zum Beispiel, im Juni habe ich ja 18 Videos hochgeladen und ihr wisst, was das für ein Stress ist. Also für mich war es eigentlich kein Stress. Also ich mag es sehr gerne, Videos zu bearbeiten, weil ich den ganzen Tag wirklich nicht viel mache. Also ich arbeite, dann checke ich meinen YouTube-Kanal, beantworte ein paar Fragen und drehe Videos. Und mehr mache ich eigentlich nicht. Also ist mein Leben nicht so spannend, wie ihr denkt. Und, ach ja, ich habe die 30.000 Abonnenten geknackt und es freut mich so. Und ich bedanke mich bei euch. Ich habe auch in nächster Zeit geplant, Verlosungen zu starten. Also jeden Monat, wenn ich die Pinkbox abdrehe, werde ich in einer Pinkbox 5 Produkte reinstecken, die ich verlosen werde. Also schaltet auf jeden Fall das nächste Mal in ein Pinkbox-Video ein. Und da werden Produkte sein, die ich auch bekommen habe in Boxen und die ich nicht benutze, aber ich bin mir sicher, dass ihr was damit anfangen könnt. Und ich habe auch Produkte für euch gekauft, also Produkte, die ich mag, und die, also nicht alle Produkte werde ich da reintun, aber bestimmt 1-2 Produkte werde ich immer da reintun. Und ja, falls ihr das nächste Pinkbox-Video seht, dann schaltet ein, weil dann gibt es eine Verlosung. Und
Ja, das war das mit den Videos und mit den Verlosungen. Ach ja, und ich habe die 30.000 Abonnenten geknackt und wir sind jetzt bei 33.000 oder 34.000. Und es ist unglaublich, weil ich bin ja noch nicht mal ein Jahr auf YouTube und habe schon über 30.000 Abonnenten und es ist so unglaublich, weil meine Freundin erzählen mir auch immer so, ja, dass sie mit den Leuten aus einer anderen Stadt zu tun haben und sie kennen auch meine Videos und das freut mich halt, weil, also es freut mich, dass ihr meine Videos schaut, weil das macht ja einen schon voll glücklich, weil man halt andere einfach unterhalten kann, weil sonst würdet ihr ja meine Videos nicht schauen, logischerweise. Und ja, und, ach ja, voll lustig irgendwie. Auf jeden Fall, was ich euch aber fragen wollte ist, ich habe ja in letzter Zeit auch ein paar DM-Holz hochgeladen. Und wenn ihr solche Live-Tests sehen wollt oder my first impression, schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann drehe ich so in nächster Zeit also immer so stückchenweise für euch was ab. Und dann tue ich das alles zusammen bearbeiten und dann habt ihr so meinen ersten Eindruck über die Sachen. Und ich hatte auch demnächst geplant, ein Abschminktuchvergleich abzudrehen. Also Nivea-Abschminktücher versus Balea-Abschminktücher. Und was ich euch auch noch abdrehen wollte, ist das Hydra Active versus, keine Ahnung, also irgendein Gesichtswasser-Abschminkteil. Also ihr wisst, was ich meine. Also falls ihr sowas sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn wir schon dabei sind, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr für Videowünsche habt. Ich habe euch ja schon vorhin ein paar Videos genannt, die in nächster Zeit kommen werden. Und ich glaube, jetzt, also im Monat Juli, kommen so circa jede 2 bis 3 Tage ein neues Video. Also nicht jeden Tag, weil ich habe ja im Juni echt reingehauen mit den Videos. Da bin ich auch sehr stolz auf mich, weil, ja, bin ich halt, weil das ist ja schon, wie gesagt, ein bisschen anstrengend und zeitaufwendig und man muss halt schon sehr planen. Und wenn ihr noch ein Fashion-Favoriten-Video sehen wollt, schreibt es mir auch in die Kommentare, dann drehe ich für euch ein Fashion-Favoriten-Video ab. Also in diesem Video müsst ihr mir, glaube ich, sehr viele Sachen in die Kommentare schreiben. Und ich wollte mich auch noch bei 2 Personen bedanken, die mir einfach die Arbeit ein bisschen wegnehmen. Und zwar bei der Hello Holzi. Ich glaube, das war jetzt richtig. Oh Mann, ey. Aber es ist so eine Süße, weil die beantwortet immer die Fragen, die ihr mir in die Kommentare schreibt. Und schreibt immer so, ja, sie ist 18 und hier, sie hat da schon ein Video abgedreht. Und das freut mich so, dass ich so treue Abonnenten habe oder so treue Zuschauer. Und oh Mann, das macht mich immer so glücklich. Und dann sitze ich vor meinem PC und lache immer so vor mich hin, weil ich das total süß finde. Und dann noch an die... Oh Mann, ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ich bin total schlimm. Ich kann mir keinen Namen merken. An die, die meine Survival Bag gewonnen hat. Ich glaube, du weißt Bescheid, wenn ich jetzt meine, die Rosie... Also ich, irgendwas mit Rosie, was? Oh Mann, das tut mir jetzt voll leid. Aber ich möchte mich bei euch beiden bedanken und natürlich auch bei allen anderen, die immer so meine Fragen beantworten, die mir andere in die Kommentare schreiben, weil das finde ich immer so lieb und ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit ihr mir einfach damit erspart und das freut mich einfach mega. Und kommen wir zu den letzten 2 Punkten, die ich mit euch bequatschen wollte. War das jetzt ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich ja jetzt mit der Schule fertig und ich werde mir ein Postfach anlegen, aber ich weiß noch nicht wann. Und dann werde ich das euch natürlich erzählen, wenn ich ein Postfach habe, weil ihr mir so häufig in die Kommentare schreibt, ja, ihr würdet mir gerne was schreiben. Und darüber würde ich mich sehr freuen natürlich, aber ihr müsst mir auch nichts schreiben. Auf jeden Fall werde ich mir ein Postfach machen lassen, das war der Punkt. Und der 2. Punkt ist, dass mein Blog-Sale jetzt endlich starten kann. Ich habe es ja schon vor... sagen wir mal 5 Monaten gesagt und ich habe auch angefangen darüber ein Video zu drehen oder über die Produkte, die ich verkaufen werde. Ich werde es über meinen Kanal machen und über meinen Blog, aber ihr werdet dazu noch Näheres erfahren. Und ja, es ist alles dabei. Also ich habe schon ein paar Sachen ausgemistet und die sind hier. Also hinter dem Teil sind ein paar Tüten, die seht ihr jetzt nicht. Aber ich habe schon ein paar Sachen ausgemistet. Das sind hauptsächlich Fashion-Sachen. Da ist aber alles dabei, also Tops und Oberteile und Hosen und Schuhe. Und Schmuck werde ich auch verkaufen. Und
Beauty-Sachen wahrscheinlich auch, die ich einfach nicht mehr benutzen werde. Aber das werdet ihr noch alles erfahren und ich hoffe, ihr freut euch, weil ihr fragt es mich so oft. Ich glaube, dieses Video wird wieder schon zu lang, deswegen sage ich Tschüss. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und es war einigermaßen informativ und interessant und ihr konntet was daraus ziehen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!